Ja gut, im letzten Part hab ich euch hier rausgelassen. In diesem Part geht's weiter mit der wahrscheinlich auch Plot Progression. Lern Englisch. Was ist? Das ist ein Geowatz? Cool. Ich will so eins. Bodenunlicht vielleicht? Oh, sieht irgendwie nach Stein eher aus. Ist es Unlicht? Geist? Nee, Geist kann nicht sein. Was für ein Typen hat das? Psycho? Ist es irgendwie Gesteinpsyche oder so? Also Normalattacken waren nicht sehr effektiv, was auf Stahl oder auf Gestein hinweisen lässt. Stahl oder Gestein. Und Unlicht war sehr genau, Unlicht war sehr effektiv. Das bedeutet entweder Psycho oder Geist, soweit ich gerade im Kopf habe. Und vom Aussehen her wahrscheinlich. Und nee, dadurch, dass Normale überhaupt Schaden gemacht hat, muss es eigentlich Psycho sein. Also Gestein oder Stahl, Psycho, und es sah eher nach Gestein für mich aus. So. Sherlock Holmes meldet sich zum Dienst. Und Sherlock Holmes flieht erstmal vor diesem. Will erstmal vor diesem Liefchen fliehen, genau. Flipover. Ach Gott. Ich habe noch nicht mal einen Schutz. Aquana, hat sich hier die ganze Crew versammelt, oder wie? Och. Kein Escape. Ich versuche jetzt einfach nur noch zu fliehen, weil bevor ich hier keinen Angriff mehr treffe und deswegen Ewigkeiten im Kampf drin bin ich lieber Ewigkeiten im Kampf drin, weil ich nicht fliehen kann. Und ich gehe davon aus, dass ich einfach wieder dahin muss, wo ich vorher war, weil es gab ja keinen anderen Weg durch die Höhle. Hey, es ist mir jetzt schon lange kein Pokémon mehr ge begegnet. Ich hab's gejinxt, aber ich meine, was ist das? Käfer, Wasser vielleicht? Du Miese. Agilität, ja, das wird dir helfen. Ey, Double Dance nicht. Also mit Käfer war ich wahrscheinlich gar nicht mal so falsch. Wasser kann ich aber noch nicht beurteilen. Gott. Kann. Garchaglurok. Na, wie fühlt sich's an, von einem Schlurp besiegt zu werden? Och, come on. Warum hast du denn. Mein Gott, dann muss ich halt meinen Schlupf da rauswechseln, weil mein Aurora EP und mehr Selbstbewusstsein braucht. Genau. Glut. Bitte burn nicht, bitte burn nicht. Gut. Ich dachte gerade schon, ich hätte wieder gejinxt. Woher kommt eigentlich der Begriff Jinxen? Es wäre echt interessant zu wissen. Mein Gott. Oh, hallo Boreos. Schön dich hier zu sehen, I guess. Das einzige, also bis zur einschließlich siebten Generation. Bitte treff dich nicht selbst. Wow. Bis zur einschließlich siebten Generation das einzige Pokémon mit einem nur Flugtypen. In der siebten Generation kam dann die, Reihe mit die Vorentwicklungsreihe von Elektrojuwel, okay. Die Vorentwicklungsreihe von, wie heißt du? Corviknight, Kramor, genau.
genau. Genau das. Roserade, nicht Roselia. Hat keine physische Defensive. Ich spreche aus Erfahrung. Was man auch gerade daran gemerkt hat. Volltreffer hat gereicht. Aber ich glaube, ich bin gleich aus der Höhle draußen. Das bedeutet, ich riskiere es jetzt einfach mal, keinen Trank einzusetzen. Gehe stattdessen einfach mit Aurora vorne weg. Ja. Coverblast, Laukaps. Laukaps war mal ein Laukaps. Oh. Okay, gut, es ging doch schneller als erwartet. Gibt es hier eventuell noch ein Item? Das sieht irgendwie perfekt für ein Item aus, genau. Hallo Skoppel. Skoppel? Skoppel, glaube ich, oder? Ruckzucki. Ja, macht jetzt nicht so unendlich viel Schaden. Und der Volltreffer reicht aus. Ist da hinten dran gleich eine neue Route? Ja, Empoleon. Erinnere mich nicht an das Pliprin. Ich habe jetzt ein besseres Mon. Also sorry an alle Empoleon-Fans. Ich mag Empoleon an sich auch. Aber Suicune ist halt neuer Encounter, oder? Nee, ich glaube, das ist noch genau wie auf der Route vorher. Das aber nicht mehr. Und hier nehme ich mir erstmal das Item mit. Sah irgendwie nicht nach einer Bär aus, aber okay. Warum kann ich nicht einfach ins Center gehen? Oh. Kann ich anscheinend echt. Da ist ein Item. Blauer Schal. Das ist ein blauer Schal. Bei den meisten Sachen weiß ich ja, was es ist, aber blauer Schal? Ach so, wow. Ist einfach nur, damit es schöner aussieht. Oh, also schöner im Sinne von more beautiful. Das ist kein Trainer. Say, young one. Would you like to trade Pokémon? The Pokémon I'm looking for is Forceless. Okay. But I can't find it anywhere. I'll trade you my rarest Pokémon for one. I promise it'll be worth it. Ich habe halt leider gerade kein Forceless zur Hand. Schön, dass dir überhaupt nicht aufgefallen ist, dass du gerade in meinem Seekund drin standest. Aber hey, ich konnte jedem Trainer ausweichen. Und ich bin hier in Midman Town. Bitte hab keine direkte Plot-Progression, wenn ich hier einfach nur reingehe, sondern lass mich erstmal heilen. Danke. Das war mir wichtig. Heilen meine Mons. Danke. Thank you for waiting, because you're the Pokemon of your health. We hope to see you again. What a wonderful thing to say, you know? Hospital. Aber ich glaube, Nintendo, also Game Freak, lässt es jetzt auch nur noch als Meme drin. You hope to see you again. Okay, gut, dann kann ich gleich eigentlich meinen Encounter machen. Und ich glaube, das ist auch das Erste, was ich mache.
Dafür wechsle ich aber zu Yoshi, weil Yoshi hat Schlecker. Weil Yoshi hat Schlecker und kann damit Pokémon paralysieren, was hilfreich sein kann, wenn ich fangen will. Zumindest wenn es kein Normaltyp ist. Und was ist das? Glisco, whatever. Skorko. Ja? Den in meinem Team zu haben, wäre gar nicht mal so schlecht. Abschlag, ach hi. Die Abschlagbrüder. Abschlagschlecker. Auch nicht, nein, nicht Sandwirbel. Paralysiere ihn dafür doch. Härtner ist gar nicht so schlecht. Ich habe mehr Chance, ihn zu paralysieren. Och, 30%. Ja, genau. Und der vergiftet mich jetzt wahrscheinlich direkt First Try. Zum Glück nicht. Ja, ich kann auch mal messen. Ja, hast recht. Aber ich kann auch mal paralysieren. Ich kann auch mal paralysieren. Hallo, hörst du mich überhaupt? Yoshi? Hörst du mich? Danke. Dann wechsle ich jetzt einfach, weil Aurora sollte schon noch besser defensiv sein. Yoshi, danke. Aurora sollte defensiv schon noch besser sein. Gifty, bitte vergifte nicht. Danke. Und jetzt kann ich einfach Bälle werfen. Und ich habe gerade eben in der Stadt habe ich nachgeguckt, ob die da schon Superbälle haben. Ich habe tatsächlich nur einen Premierball für 30 Pokébälle bekommen. Ja, aber passt. 3, 2, 1, meins. Ah. Bitte nicht vergiften, danke. Nachdem ich meine 50 Schlecker nach ihm geworfen habe und ihn nicht paralysiert habe, kann er auch mal mit 3 Gifthieben nicht vergiften. 3, 2, 1, meins. Aber er kann auch mal paralysiert sein und mich am besten nicht vergiften. Danke. Habe ich ein Poison Healing Item? Ich hoffe schon. Nein, habe ich nicht. Aber ich lebe auf jeden Fall noch ein Gift-Hieb plus Vergiftung. Das hat nämlich 8 gemacht und Vergiftung macht 4. Der Gift-Hieb hat 8 gemacht, Vergiftung macht 4. Das bedeutet, ich werfe jetzt noch einen Ball. Solange mich nicht krittet, ist alles gut. Und du kannst ja auch einfach drin bleiben, Ballgleisker. Skorko, 3, 2, 1. Nein, kannst du nicht. Du kannst paralysiert sein. Oder Sand Attack einsetzen. Okay, gut. Gift hat 6 gemacht. Ich habe anscheinend nicht gut genug aufgepasst. Ich kann nicht riskieren, hier einen Mann zu verlieren. Ich muss ihn eigentlich jetzt besiegen. Ich kann es nicht riskieren. Das reicht doch jetzt aus, oder? Keine Vergiftung, kein Volltreffer. Okay, gut, ich muss sagen, es war ein Glücksfall jetzt für mich. Auch wenn er auch ruhig hätte drin bleiben können. Ich habe wenigstens keinen Mon verloren. Ich habe schon festgestellt, dass ich daran nicht draufgehe. Also habe ich keine Angst um meinen Sukun.
Welcome to the Pokemon Center. We heal your Pokemon and fill them up to full health. Would you like to rest your Pokemon? Thank you for waiting. We've restored your Pokemon to full health. We hope to see you again. Ich habe tatsächlich irgendwie mehr das Gefühl gerade, dass ich für mich selbst rede, als, also, dass ich quasi alleine bin, als dass ich, ein Video aufnehme. Vielleicht wäre es tatsächlich mal besser, wenn ich irgendwie Gäste einladen würde. Hallo, Hooper? Aber der Abschlag sollte an der Stelle einfach nur das machen, was er soll. Da hilft ja auch dein Magic Code nichts. Wenn es vierfach effektiv ist. Pinsir, ja, ist jetzt auch nicht so tragisch. Das Seismic Toss macht 12 KP, genau deswegen. Den sollte ich eigentlich besiegen können. Der hat kein Close Combat. Aber ich kann ja einfach nur, um sicher zu gehen, dass er jetzt nicht irgendwie doch noch einen Kampfmove plötzlich raushaut, kann ich ja in Aurora wechseln. Aurora ist mein Mädel. Und frisst halt den Seismic Toss. Frisst halt den Seismic Toss wie noch was. Aber hey, der Bugcatcher, der Käfersammler, hatte tatsächlich einen Käfer. Gut, eventuell jetzt nicht so den Käfer, mit dem man rechnet. Vielleicht jetzt nicht unbedingt den Käfer, mit dem man rechnet, aber trotzdem. Wickel kann ganz hilfreich sein für richtig lange, richtig langsame Kämpfe oder auch um Pokémon zu schwächen, also um fürs Fangen. Weil ich habe gesehen, dass da noch eine Höhle ist, in der ich eventuell noch einen Encounter habe. Wenn die denn anders heißt als Route 1, wovon ich jetzt aber ausgehe. Hello and welcome to the Pokémon Center. We sell your type Pokémon to full health. Would you like to rest your Pokémon? Okay, I'll take your Pokémon for a few seconds. Thank you for waiting. We've restored your Pokémon to full health. We hope to see you again. Ich will dich aber nicht wiedersehen. Genau. Ganz nett hier. Ganz nett unterwegs. It doesn't matter how strong you are. I'm able to buy the strongest Pokémon, so I'll always win. Schnösel. Rich boy. Huh. Wow. Das sieht cool aus. Ist es jetzt ein Kampftyp? Oder ein Wassertyp? Also, die Augen gehen irgendwie auf den Kampf, auf den Wassertyp hinweisen, alles andere auf den Kampftyp. Aber dadurch, dass er nur Tackle einsetzt und ich keine Lust hatte, hier irgendwie meinen Mon an den Kampftyp zu verlieren, habe ich einfach Pfund eingesetzt. Oh, hallo Torte. Galapafloss? Hallo, bist du's? Aber das Ding ist halt, der hat halt leider H2O-Absorber, aber trotzdem kann ich nicht drin bleiben, wenn mein Def auf minus 1 ist. Ansonsten hätte ich einfach gesagt, ja, Tackle, let's go, aber also ich gehe davon aus, dass der noch die gleiche Fähigkeit. Ach Gott. Ich gehe davon aus, dass er noch die gleiche Fähigkeit hat wie seine erste Entwicklung. Ach stimmt, das ist ja eine spezielle Attacke. Aber Razorfell hätte halt echt gefährlich werden können auf Schlurp. Hätte er es zwei, dreimal eingesetzt. Was er halt eigentlich hätte machen können und hätte machen sollen. Muss ich jetzt aber im Ernst nach jedem Trainer ins Pokécenter rennen? Ah, how much money did you spend on your Pokémon?
well, all the money I had on my Suicune. Weil ich ja einfach mal alles ausgegeben habe für die Pokebälle und alle Bälle verworfen habe. Und im letzten Ball ist Suicune drin geblieben. Das war so ein Glücksfall für mich. Und trotzdem ist es definitiv kein Autowin für mich. Wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, weil ich trotzdem zwischendurch nah am Rande der Ohnmacht war, also am Fainten war. By the way, würde ich mal ganz gerne anmerken, wie seltsam es aussieht, was Schluck da macht. Und wo seine Zunge ist. So sieht's okay aus, wenn er die Haare das auch noch verdecken. Dann sieht das irgendwie sehr seltsam aus. Aber ich mache hier erstmal die Trainer. I think I'm lost. Will you battle me to help me find my way? Ich glaube, das ist gerade wieder eine Anspielung an, was? Drachenwut. Wow. Ich, kann gleich das Spiel neu starten. Drachenwut. Nee. Drachenwut, nee. Wenn ich es nicht unbedingt direkt one-shotte mit Blubstrahl. Aber ich meine, was soll ich denn dagegen machen? Also, da liegt jetzt tatsächlich einmal kein Fehler bei mir, weil was soll ich denn machen? Jetzt hätte ich eventuell noch auf einen Crit gamblen können, aber... Was soll ich denn machen? Was soll ich denn gegen Drachenwut machen? Was soll ich gegen Drachenwut machen? Aber gut, dann sehen wir uns im nächsten Part bei neuen Startern. Tschüss, bis zum nächsten Mal.